Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer MyTeam-Karriere. Und heute sind wir in Ungarn und das wird einfach spannend. Es war so eine lange Pause und jetzt geht's weiter. Wir können den Anschluss gut an Nikita Mazepin halten und ja, Latifi, also der hatte sich Schaden in der ersten Kurve geholt und musste deswegen an die Box. Okay, wir müssen jetzt aber gucken, damit wir erstmal Nikita Mazepin bekommen. Weil wir sind schneller. Wir sind viel schneller. Das sehe ich. Okay, ja. Jetzt geht's einfach weiter. Voll pushen, was das Zeug hält. Und dann können wir hier noch Nikita Mazepin angreifen. Oh, das sieht jetzt schon mal gut aus. Geh ERS an und dann wird es was. Wahrscheinlich, oder? Ah, nee, noch nicht, aber vielleicht ja auf der DRS-Geraden dann. Ah, Mann, wir können schneller, das weiß ich doch. Wir können echt gut den Anschluss auf ihn behalten. Aber vielleicht wird es ja so ein Überholmanöver, wie das letzte Mal in Großbritannien. Da, wo wir ja mit Mazepin in der letzten Runde überholt hatten. Okay, ja. Oh, da ist DRS ausgefallen. Super. Aber trotzdem. Gut, ey. Sieht jetzt gut aus. Und jetzt gleich haben wir das DRS auf, Nikita Mazepin. Und da kann was alles funktionieren. Jetzt einfach voll das Limit geben. Ah, Mann, klappt noch nicht ganz. Jetzt muss es aber gleich klappen. Wir haben wieder das DRS auf Nikita Mazepin. Und da sind wir blöd über diesen Curve gekommen. Und er hält sich noch vor uns. Schade, aber hier ist er immer langsam. Und das kennen wir ja auch. Gut, hier hin gegen Nikita Mazepin. Wieso müssen wir eigentlich immer gegen ihn battlen? Wieso mal nicht gegen den anderen? Jetzt aber. Es muss alles klappen. Ah, Mann, ey. Diese Kurve. Und diese Strecke ist immer noch so ein bisschen scheiße. Aber jetzt haben wir den Anschluss verloren auf ihn. Ja, das war's anscheinend. Ah, wir sind so schlecht einfach. Wahrscheinlich werden wir ihn dieses Mal heute nicht bekommen. Ah ja, das schaffen wir doch nicht. Schaffen wir nie im Leben. Naja, es ist gar nicht so ausgeschlossen gegen ihn. Er ist nur eine Sekunde vor uns. Und wir können alles jetzt reinhauen. In diese letzte Runde, in diesem Rennen. Das muss alles jetzt fein klappen. Ah, das sieht nicht gut aus gegen ihn. Das sieht echt nicht gut aus. Oh, ne. Sieht schlecht aus. Den werden wir nicht mehr bekommen. Ah, schade. Aber trotzdem jetzt die letzte Runde gut genießen. Und dann klappt es zumindest auch. Immerhin vor Latifi, der eine 2-Sekunden-Strafe hat. Nikita Mazepin kriegen wir nicht mehr. Aber jetzt einfach gut diese letzten Kurven genießen hier in Ungarn und dann geht es das nächste Mal nach Belgien ins Spa, da wo Uhus ist, da gucken, ob es da einen Abflug gibt, aber wir sind ja gut. Das letzte Mal gab es da auch keinen Abflug, naja, letzte Saison sind wir da ausgeschieden in Spa, aber das wird diese Saison hoffentlich nicht passieren und jetzt durch die vorletzte Kurve in diesem Rennen. Und jetzt kommen wir durch die letzte Kurve in dem Rennen. Gut, nochmal durchkommen. Und dann haben wir es schon geschafft. Letzte Kurve. Und dann sind wir im Ziel. Auf dem 21. Platz. Wir hätten mit Nikita Mazepin noch kriegen können. Sicher, da bin ich mir echt sicher. We'll be right back.
zurück. Es war ein spannendes Rennen. Wir hätten ihn locker noch kriegen können. Das wäre möglich gewesen. Boah, ey, wie gut ist eigentlich in dieser Saison Mick Schumacher? Es geht gar nicht besser. George Russell immerhin gut. Er konnte eine Position gut machen. Nikita Mazepin auch und wir auch eine. Okay, gut, ja. Dann war es das auch von dieser Folge in der Maltigen Karriere. Lasst einen Daumen hoch da und bitte abonnieren. Dann war es auch von dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.